eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik gemacht und ich habe da gemerkt, dass Technik Spaß macht. Das hat mich begeistert. Ich kann aber auch mehr und habe mich deswegen informiert für den Studiengang, möchte mich aber auch etwas breiter aufstellen und habe mich deswegen für den Studiengang Wirtschaftsingenieurswesen mit dem Schwerpunkt auf Elektrotechnik entschieden. Man lernt vor allen Dingen selbstständig Aufgaben zu lösen. Das ist, denke ich, ganz wichtig, auch wenn man vor Problemen steht, dass man nicht aufgibt, sondern das Problem angeht. Und ich denke, das macht ja auch den Ingenieur aus. Ein Problem ist dazu da, um gelöst zu werden. Es gibt drei Vertiefungsrichtungen in dem Studium: Energietechnik, Nachrichtentechnik und Automatisierungstechnik. Das Ganze kann ich nach dem Grundstudium wählen. Es gibt noch eine Vorlesung, wo diese ganzen Vertiefungsrichtungen einmal vorgestellt werden und man hat genug Zeit, sich zu überlegen, worauf möchte ich mich später spezialisieren. In den Vorlesungen werden die theoretischen Grundlagen vorbereitet und dann in den Laboren angewandt. Das heißt, wir lernen in der Vorlesung Messbrücken kennen und bauen sie dann eben zum Beispiel im Labor auf. Oder Physik, ganz großes Thema, physikalische Grundlagen, Physik 1, Physik 2. Es gibt später noch das Physiklabor. Dort lernt man dann angewandt die Theorie kennen. Der theoretische Stoff ist etwas schwierig teilweise und vor allem durch dieses Anwenden bekommt man einen Griff dazu. Man versteht es viel einfacher. In den Vorlesungen wird es zwar auch gezeigt, aber wenn man das Ganze selber einmal durcharbeitet, dann fällt einem das viel leichter und dann macht es auch Klick, dieser Klickmoment. Und dann fällt einem auch später das im Studium, wenn es nochmal auftaucht, doch viel leichter, das selber dann anzuwenden. Ich kann mir vorstellen, als Projektmanager zu arbeiten. Allerdings fand ich das Fach Unternehmensgründung sehr interessant, sodass ich auch gegebenenfalls mich vielleicht selbstständig mache. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Unterstützung bieten oft die Professoren. Die sind sehr hilfsbereit. Man kann jeden ansprechen. Ich wurde noch nie abgewiesen. Und wenn ein Professor selber nicht so in dem Thema drin ist, wird man auf jeden Fall an eine Person weitergewiesen, die einem definitiv weiterhilft. Man wird nicht im Regen stehen gelassen. Und wenn man noch das Glück hatte, eine Arbeitsgruppe zu finden, dann kann man sich auch untereinander sehr gut weiterhelfen. Ja, Wirtschaftsingenieurswesen ist auf jeden Fall was für dich, wenn du dich für Technik interessierst, aber der wirtschaftliche Teil nicht auf der Strecke bleiben soll. Und gerade hier an der Hochschule ist es so, wenn du erstmal im Hauptstudium bist und dir dann Gedanken gemacht hast, was für eine Vertiefungsrichtung du machst, du bist sehr individuell dadurch, dass du noch aus verschiedenen Wahlkatalogen dich selber aufstellen kannst. Da gibt es viele Fächer, die du selber auswählst und das hebt dann nochmal den Spaß am Studium, gerade zum Ende hin. Da wird es dann nochmal wichtig, dann richtig am Ball zu bleiben.